kriege ich nicht mal ein Trinkgeld. Trinkgeld? Ich höre wohl nicht richtig. Baby, ich bin's gewohnt, dass die Weiber mich zahlen. Ein vollendeter Gentleman, wie immer. Schwör schon endlich ab, Süße. Hey, Gina, willst du zu mir reinkommen? Hey, ist da drin noch Platz für drei? Barbara's Bordell. Hast du die Mäuse? Wir haben die Mäuschen. Vito, hier ist Henry. Wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Eddie war bei mir. Falcone wusste von dem Deal und hat ihn geschickt, um seinen Anteil zu kassieren. Na, wie viel? 60 Riesen. Mist, so viel? Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es reicht nicht mal mehr für Bruno. Komm in den Park. Ich will nicht am Telefon darüber reden. Okay. Ich bin gleich da. Joe, wir müssen los. Was? Ja. Komm jetzt, Joe. Ich erzähl's dir unterwegs. Das war Henry am Telefon. Carlo hat von der Sache Wind bekommen. Ach, Scheiße. Weiß er, dass wir was damit zu tun haben? Ich glaube nicht. Reden wir im Auto weiter. Wo fahren wir hin? Lincoln Park. Treffen wir da Henry? Ja. Okay, was hat Henry am Telefon gesagt? Geht's ihm gut? Klang so. Aber Carlo hat ihm seinen Anteil gestrichen. Scheiße, genau das, was Henry prophezeit hat, wenn er es rausfindet. Ja, aber das Problem ist, dass wir nicht mal genug haben, um es Bruno zurückzuzahlen. Scheiße, verdammt, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Wir lassen uns im Park was einfallen. Genau. Henry wird wissen, was zu tun ist. Henry ist nicht wiederzuerkennen. Er hat den letzter... Was ist Verdammt, denn da was los? Ist denn da los? Scheiße, das ist Henry! Was machen die da mit ihm? Gib mir Deckung, Vito! Bin wieder da! Und wo hat er Und abfahrt! Das ist alles? Dann blüht dir was! Los jetzt! Zack, zack! Langnase! Was denn so eine Scheiße, Vito? Diese Kerle sind doch pervers! Scheiße! Wer ist denn zu sowas? Na, wer wohl? Gott verdammt, Henry! Sieh dir das an, Vito. Ist denn so eine Scheiße zu fassen? Das Geld ist... Oh. Komm, Joe. Wir müssen hier weg. Die Cops kümmern sich um Henry. Hey, das ist der Alte, der uns den Stoff verkauft hat, Wong.
nur so grausam sein. Eine Kugel hätte doch gereicht. Die Drecksäcke sind krank im Kopf. Die werden dran glauben. Und zwar alle. Ich meine, warum auf die Art? Und dann noch mitten im Park. Ich sagte ja, dass sie krank sind. Aus denen mache ich einen scheiß Shop-Sui. Hey, ganz langsam. Wir wissen ja nicht mal, wie viele es sind. Ja und? Das spielt keine Rolle. Henry ist tot. Willst du, dass sie uns auch kalt machen? Wir müssen jetzt clever sein. Mir egal, wie wir das anstellen. Hauptsache, sie sind danach mausetot. Hör mal, da sind womöglich mehr als zwei von denen. Na und? Je mehr, desto besser. Aber wir sind nur zwei. Da willst du Carlo erzählen, in was für einer Scheiße wir stecken und ihn bitten, Verstärkung zu schicken? Okay, ich hab's kapiert. Dann versprich mir, dass du nicht wild um dich ballerst wie immer. Wir müssen leise sein, bis wir Ron gefunden haben. Sag mal, Vito, du fährst zu dicht auf. Ich weiß, ich bin ja nicht blind. Wissen wir, wo das Schwein steckt. Gut, dann nichts wie rein, knallen wir ihn ab, bevor er sich mit dem Geld absetzt. Warte, zuerst brauchen wir mal vernünftige Artillerie. Wir können entweder zu Harry fahren oder wir machen die Ärsche gleich kalt. Du musst es nur sagen. Willst du uns umbringen? Oh Mann, entspann dich. Willst du die Drecksbullen auf uns aufmerksam machen? Krieg dich gefälligst ein. Wo hast du denn fahren gelernt? Danke. Suchen Sie etwas Spezielles? It's Empire Central Radio News Break Time. This is Rockin' Ricky Fox. Listen, kids, the Home Electric Corporation has invented a device that allows you to change your television channel. Get this, sir. Get off your-
Die habe ich selbst geladen. Ihr Geld ist hier schon. Zum Teufel soll das? Hey, ich fahr schon länger, klar. Verzeihung, meine Herren, Eintritt nur für Mitglieder. Hier hast du den scheiß Mitgliedsbeitrag. Hast du sie noch alle? Musst du so einen Krach machen? Ja, muss ich. Du hast gesehen, was sie mit Henry gemacht haben. Verdammt, Joe, das verdanken wir dir! Warum hast du uns nicht gleich mit einem Gong angekündigt? Halt die Klappe und kippst mir die Witze aus. Mit dem Arsch hinter der Bar um. Sie schießen von oben! Das war's für dich! Na los, Kommt her, ihr kleinen Wichser! Der Tod? Sagt eurem Boss, dass ich ihn mir schnappe. Hack dich in Stücke! Zeig ihm, mit wem sie sich angelegt haben, Vito! Er hat eine Knarre! Mach dir den Kerl auf der Treppe! Hinter! Oben im Fenster! Noch hier! Vielleicht kann ich von hinten an. Zeige dich! Na, wie schmeckt dir das, hä? Huh?
mache ich Hundefutter. Verdammt, wo kommen die alle her? Hier muss irgendwo ein Tunnel nach China sein. Halt dich nicht lange mit ihm auf, Vito. Wir müssen hochkriegen. Kratz ab, du Stück Scheiße! Pass auf, da kommen noch mehr! Kannst du auch gehen? Los, Vito, wir rücken nach! Du gehst zuerst. Du bist eine kleinere Zielscheibe. Danke, Fettwanst. Du wolltest doch, dass wir es schlauer stellen. Ich werde deine ganze Familie verrecken! Ich hab zwar keine Kugeln mehr. Oh, Schnappschwanz! So, Vito, leg sie alle um, bis auf den letzten Mal. Wo zum Henker ist der Wichser? Er muss hier irgendwo sein. Suchen wir weiter. Wie viele sind das denn noch? Ich hab noch jede Menge zu. Hey! Noch zwei, dann haben wir's.
für Henry, ihr Dreckschwein! Ein Mucks, Vito. Seit wann bist du dagegen, Krach zu machen? Das sind zu viele. Mucks ihn ganz leise ab. Ich sagte, wir müssen leise sein. Früher oder später kriege ich den. Habe den! Gib mir Deckung! Ich hab gleich keine Kugeln mehr! Das ist alles? Dann blüht dir was! Ich möchte dich nicht zum Feind haben! Los, Vito! Bist du dagegen, Krach zu machen? Das sind zu viele. Mucks ihn ganz leise ab. Perfekt. Schleichen wir uns da durch.
klar! Im Aufzug sind noch mehr von denen! Diese Typen sind wie Kakerlaken! Los jetzt! Kannst du gehen! Deine ganze Familie verrecken! Das war der Letzte. Siehst du? Bis jetzt läuft doch alles wie geschmiert. Und wenn uns jemand erkennt und Carlo davon Wind bekommt? Deshalb sorgen wir dafür, dass kein Zeuge überlebt. Da unten sind wahrscheinlich noch mehr. Bist du soweit? Du bist tot, du gelber Scheißkerl! Was wollen Sie von mir? Was meinst du, Wichser, was wir wollen? Wir wollen wissen, wieso du unseren Freund umgelegt hast. Und wir wollen das Geld, das du ihm gestohlen hast. Ich hatte keine Wahl. Ihr Freund war ein Informant der Bundespolizei. Was quatschst du da für einen Mist? Unser Kontaktmann im Dogendezernat hat uns berichtet, dass sie von Henry Tomasino über unsere Geschäfte in Kenntnis gesetzt wurden. Das ist eine beschissene Lüge! Moment, Henry soll ein Maulwurf gewesen sein? Ja. Deshalb musste er verschwinden. Das ist Bullshit, das ergibt keinen Sinn. Und ich nehme an, du hattest auch nichts mit dem kleinen Hinterhalt zu tun, nachdem unser Deal gelaufen war, richtig? Meinen Sie, wir gingen so ein dummes Risiko ein und würden noch dazu unsere Fabrik zerstören? Das war nur ein weiterer Grund, unsere Verbindung zu beenden. Sie haben uns von Anfang an nur Probleme bereitet. Ach ja? Deine Probleme werden bald vorbei sein, Freundchen. Also, wo ist unser Geld? Es ist nicht mehr hier. Was? Und wo zur Hölle ist es? Das werde ich nicht sagen. Wenn du nicht singst, werde ich dein beschissenes gelbes Hirn in diesem ganzen verfickten Zimmer verteilen. Wenn ich es ihnen sage, bin ich sowieso tot. Gut, wie du willst. Hast du sie noch alle? Wolltest du das Arschloch davonkommen lassen? Der hätte uns noch mehr erzählen können. Scheiß drauf, der doch nicht. Das sind knallharte Burschen. Lass uns lieber verschwinden, bevor die Bullen anrücken. Ich glaube nicht, dass der Laden so schnell wieder aufmacht. Wenn wir genug Zeit hätten, würde ich die Bude abfackeln. Vito, komm her. Hier geht's raus. Oh, verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Das sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. Ausgerastet. Hier raus. Gib mir Deckung, Vito. Du bist mausetot. Ich bin der Beste. Das ist alles? Dann blüht dir was. Okay, wir haben sie abgehängt.
Alles klar. Verdammt! Fahr ich nach Hause, Vito. Ich brauche einen Drink. Das war beschissen, oder? Ja. Ich will nicht mehr drüber reden. Bring mich einfach zurück nach Haus. Okay. Willst du uns umbringen? Oh Mann, entspann dich.